Guten Tag, Marsmann, mein Name. Wie wir sehen können, ist der aktuelle Bauchumfang circa war bei 76 oder 77. Was ihr sonst mit dem Kugelschreiber seht, sind Notierungen von gestern Abend ab 8 Uhr. Seht ihr, wie weit die Schmerzstellen reichen. Also es war jetzt nicht sehr ein groß. Hier war, glaube ich, da steht 11, 12, da oben war der 5er. Aber der 4er, da war 25, der war aber gestern Abend noch, aha, der war neu heute, ja, der da, aber, also heute, sicherlich öfters, der war als erstes da schon vor Monaten, Tom Bam Tom, und das war gestern quasi wie bei das dritte Mal, Tom Bam, aber vorher war wie gesagt die 11 da. Nein, das war nicht die Hernien, das werden die Hernien sein vermutlich, oder das oben drüber. Oder oben drüber Darm, ich weiß es nicht. Zu Ärzten werde ich das gezeigt haben, morgen kommt einer, oder auch nicht, ein Hausarzt. Aber warum sollte dieser Fall schon jucken? Ich meine, diese Schmerzstellen sind 30 Schmerzstellen innerhalb von 3 Stunden aufgezeigt worden. Und das ist fast, das war fast so, mal das. So kamen auch die Nummernideen und so, ich habe aber nicht immer einen Strich dazu gemacht, wie oft das dann war. Weil bei manchen Stellen war das dann ein, damit es dreimal die gleiche Stelle war, wo ich gestochen habe, und dann erst eine andere. Dumm war mir dumm. Dumm. Aber ja, so ist es. Am Arm habe ich jedenfalls auch eine. Ich meine, ich spritze mir nichts. Das meine ich nicht. Haha, das ist noch eine. Das hier. Dumm war mir dumm. Da haben wir auch das Personal hier gemeint von der Pflegerichtung, das wären Muttermale. Zu denen hier hat auch jemand Muttermale gesagt. Wenn da jemand weiß, was da für ein Organ drunter ist, dann bitte Bescheid geben, weil das kam auch als Vermutung gestern. Tom, auf Basis von dem hier. Haha. Ist das ein Fragezeichen? Sieht man ja, oder? Tom war am Dumm. Ein Kreis drum gemacht. Ich meine, da war das, da sieht man die Fläche in dem Kreis. Das ist auch fast ausschaut wie ein Kreis. Und da muss auch eine Vermutung sein, oder war eine Vermutung da, damit hier auch irgendwie ein Organ sein müsste. Wenn ihr Ahnung habt, welcher Stoff man sich da reinhaut, ich meine, eine Leiste genauso. Haha. Tom, also läuft, der ist halt an den Innenschenkeln. Tom, bam, ist tof. Tom, Tom. Aber wie ist es immer die immer nicht aufgefallen? Oder waren die auch innerhalb der Tage? Weil gestern morgen, gestern in der Früh, war hier die untere, die war voll am Jucken, die Leiste. Also die glatt Dings und so. Tom, aber hier sind die Einstiche auch. Da war hier zum Beispiel. Tom, bam. Also vortags war das noch hier. Und ein paar Tage vor dem hier. War der hier da oben oder wo? Aha. Ja, man sieht. Hier glaube ich war das. Tom Bam. Wenn nicht, da war wo irgendwo noch einer. Tom Bam, da haben wir richtig gemerkt. Tom Bam, dumm. Aber ja. Tom Bam, dumm. Wie steche ich mir nichts und warum sollte ich mir was stechen? Aha. Wenn sie links Drogen. Richtig. Ich habe in meinem Leben schon über 100 Gramm. Oder wenn überhaupt 100 Gramm. Ja, das war eine Grobschätzung. Aber ja, Koks waren 3 Gramm. Einmal per Nadel habe ich das bekommen. Ging in den Arm. Da habe ich gemerkt, weil ich habe spaßige Multiple Sklerose und so weiter, da hatte ich Schmerzen. Da waren die Schmerzen weg, innerhalb von Sekunden. Und für den Geist ist Koks, also bei mir bringt das nichts, was für den Geist. Deshalb habe ich ja nur zweimal was gekauft. Und der andere Gramm habe ich mal geteilt mit dem, der eine Spritze hatte. Das war in der Klapse. Ja, ich merke, wer Koks. Ja. Also, wenn es um Schmerzen geht, dann hätte ich mir Koks schon besorgen, vermutlich. Aber ich könnte, bei Nase habe ich das, bei Nase habe ich da, na gut, ich weiß nicht, ob ich in Sachsen Schmerzen gehabt habe, aber wenn das nur per Nadel funktioniert, tom, bam, dumm, das weiß ich nicht. Messer war mir Hauptdings, habe ich am meisten genommen, also 35 Gramm circa, wenn überhaupt kann, ja, ich die Schätzung schon, haha. Könnte auch sagen 42 vielleicht. Ne, das wäre schon wieder zu viel, glaube ich. Haha. Aber das alles innerhalb im Zeitraum von, wenn man so sieht. Ich habe auch gekifft vorher. Oder jetzt auch, wenn ich mal was bekommen hätte und so. Da waren es ungefähr auch 50, vielleicht 40 bis 50. Grobe Schätzzahl. Also insgesamt, ich habe das schon öfters durchgegangen, wo es mal klarer war in der Birne. Aber da war ich bei circa 100. Knapp 100. Haha. Aber der eine Gramm Heroin
war ein Fehler im Kauf. Ich wollte für 100 Euro 10 Gramm Haschisch haben, aber ja, braun ist nicht bei jedem Haschisch. Habe ich mit dem, ja, wie weit, ne, der hat auch schon einiges genommen, dann der mir es gebracht hat, aber ja. Das habe ich mir nicht nochmal geholt, aber ich habe eine Ersatzprobe, was man als Ersatz für Heroin bekommt. In der Klaps habe ich mal probiert, Tablette. Habe ich nicht bekommen, aber ich habe es von jemandem bekommen, der was bekommen hat. Da war es mir genauso schlecht. Also, der Geist weiß auch nicht wirklich was. Also, ich frage mich, wie man auf Heroin hängen bleiben kann. Was gibt es sonst noch? OCB, ja, oder 2CB. Das ist eine Tablette, da hatte ich 2, 3, 4. Haha. Könnte ich auch was drüber schreiben. Dumm. Könnte man sich ja fragen, ob die Viecher, wo ich so in Sachsen am Fensterbrett, dumm. Es war keine Qualle, das war, habe ich mir auf Qualle falsch benannt, aber es war sowas wie ein Tintenfisch. Dumm. Dann war knallhart auf dem Fensterbrett und das Fenster war noch gekippt. Dumm. Ja, da habe ich schon ein bisschen Schiss gehabt. Das schätze ich mal. Weil wenn die Viecher sich dünn machen können, ich meine, das sind ja Wesen hier. Dumm. Und hier wahrscheinlich auch, oder? Ich weiß es nicht. Dumm. Ist einiges möglich. Das ist keine Einbildung. Aber ja. So. Haha. Gewogen haben wir es heute auch schon. Dumm. Alles notiert. Haha. Dumm. Und hier haben wir noch ein paar weitere Stiche. Oder ja. Dumm. Oder auch die blauen Flecken. Dumm. Ich habe mich nicht angehört, auch wenn ich einen Rollstuhl habe. Haha. So schlimm ist es nicht. Aber diese Stiche. Ja, hier auch. Und wenn es ja, ich denke so, ich habe normalerweise Haare dran, finde ich manchmal auch nicht schön, aber ja. Dumm. Das schaut schlimmer, solche oder sowas halbes, ja. Aber ja. Die wachsen wieder schneller als die Haare am Kopf. Aber ja. So, könnt ihr gerne kommentieren. Auch das Haus hier. Dumm, ist tot. Aufnahme beendet, oder? Oder fällt mir dann wieder was ein, was ich nicht gesagt habe. Aber ja. Aufnahme beendet.